herzlich willkommen zu meinem Video Scratch 3.0 mit dem richtigen Dreh- und Rechteck malen. Du wirst mit Hilfe dieses unter anderem Videos des Scratch Tutorials rasch Schritt für Schritt mit Hilfe der kostenlosen Software bzw. Webseite Scratch den Einstieg in das Programmieren finden. Mach am besten gleich mit mir. In der Videobeschreibung hier unten findest du eine Liste mit allen Scratch-Videos, die, wenn du sie von Anfang an durcharbeitest, dir rasch helfen werden, dich in Scratch zurechtzufinden. Gleich ins Programm hinein mit uns. Ich habe hier das Programm schon zusammengestellt, hier reingeholt. Und da geht es ja darum, dass man mit Scratch etwas malen kann. Und dafür brauchst du hier diese Erweiterung. Ich gehe hier links unten hin. Da habe ich hier die Erweiterung Malstift. Und du siehst ja, dass du mehrere Möglichkeiten hast, verschiedene Arten von Befehlen dann zusätzlich mit hineinzunehmen. Von Musik bis zu Video, Sprache, Umwandlung und so weiter. Kannst du hier alles Mögliche verwenden. Lego Mindstorms und so weiter. Ich klicke jetzt hier auf Zurück. Und dann bekomme ich nämlich hier dann diese Art von Block. Und das wäre dann hier diese verschiedenen Möglichkeiten, die ich dann hier habe. Ja, wenn ich das jetzt hier starte, wird das dementsprechend dann ausgeführt. Und wenn ich das hier sehe, dann hat er ja, wenn ich es immer wieder starte, immer so diese alten Malereien dabei. Da würde ich empfehlen, nehmen wir mal diesen weiteren Block hier, lösche alles. Und den setzen wir gleich am Anfang hinein. Wenn ich mir jetzt hier drauf drücke und die Katze da herstelle, dann sind die alten nicht mehr da und er fängt immer mit neuen an. Und das ist ja Blöcke, verwendet man. Ich lösche mal alles, was da ist, schalte den Stift ein und dann kommen die Bewegungen. Hier diese Art von Bewegungsblöcken, die er dann ausführt. Er geht zu der Stelle, wo immer er vor ist. 0, 0 im Koordinatensystem, geht auf 50, geschickt richtig. Und dieser Algorithmus, diese Vorgabe hier, lässt ihn dann letztlich dann dieses Rechteck dann auch tatsächlich dann malen. Wenn ich jetzt möchte, dass natürlich ein schönes Rechteck dann zeichnet, dann wäre es natürlich sinnvoll, dann Folgendes zu machen. Ich gehe dann hierher, nehme das Lösche alles und gebe es, nachdem ich dann dahin gegangen bin, lösche ich noch einmal alles. Machen wir das jetzt einmal so. Und ich habe dann wirklich hier ein Rechteck und habe nicht mehr diesen hässlichen Strich von der Position, wo er startet, dann dorthin. Ja, soweit hier zum Umgang mit dem Malstift. Wir sehen uns im nächsten Video sicherlich wieder mit dem Titel Zwei Figuren senden einander Nachrichten.